Ja, okay. Lass mich mal die Sachen da durchgehen. Ja. Es ist alles deutsch. Und sie, ja. Wir fangen gleich an, sobald die Dolmetscher auch zurück sind. Sie ruhen sich noch ganz kurz aus. Nee. Draußen stehen oder so, das ist rauchen, oder? Ja. Vielleicht eine Kollegin oder ein Kollege, der den Dolmetscher Bescheid sagt, wir würden langsam hier anfangen wollen. Thomas ist ausgegangen. Genau, nee, aber wir machen eine Stunde, wir machen jetzt nicht weniger als eine Stunde. Genau. So. Max, hörst du mich? Darf ich loslegen? Super.
Okay, dann schönen guten Abend und herzlich willkommen zu der zweiten Veranstaltung dieses großen Marx-Kongresses. Mein Name ist Antonella Mozzopappa und ich arbeite hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung in der Akademie für politische Bildung und bin sehr froh, heute hier mit Michael Heinrich zu sitzen, um über seine neue Marx-Biografie zu reden. Wir haben exakt eine Stunde. Ab jetzt um 19 Uhr geht es im Programm weiter mit der Eröffnung der Ausstellung Empört euch, Mai 68, Macht und Unmacht einer Utopie. Und das ist gleich hier nebenan. Wir haben, Michael und ich, uns das so gedacht, dass wir hier so ein bisschen ein Gespräch führen zum ersten Band seiner Biografie und dann natürlich danach euch in die Möglichkeit geben, ein paar Fragen zu stellen. Ich halte mich also auch in dieser Einführung sehr kurz. Ich denke auch, dass viele von Ihnen, von euch, Michael Heinrich auch schon kennen. Michael ist ja ein der bedeutendsten, berühmtesten wahrscheinlich Marx-Experten in der Bundesrepublik, beschäftigt sich mit Marx schon seit sehr, sehr lange. Einige von euch, von Ihnen werden wahrscheinlich seine Dissertation kennen, die unter dem Titel Die Wissenschaft vom Wert erschienen ist. Einige andere wahrscheinlich die sehr erfolgreiche Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie, mittlerweile in der 14. Auflage und in verschiedenen Sprachen übersetzt, so viele, dass Michael jetzt gerade auch nicht mehr genau wusste, wie viele und welche. Ich nenne nur Englisch, Spanisch, Schwedisch, Slowenisch, Griechisch und so weiter. Auch sehr erfolgreich ein Kommentar zum Anfang des ersten Bandes des Kapitals. Aber heute Abend soll es ja um sein neues Projekt gehen. Eine Marx-Biografie in drei Bände. Der erste liegt uns vor. Karl Marx und die Geburt der modernen Gesellschaft. Biografie und Werkentwicklung. Erster Band 1841. Erschienen ist der Band beim Schmetterling Verlag. Ein paar Flyer gehen gerade rum und auf dem Büchertisch unten im Foyer liegt das Buch schon. Die erste Frage, die sich natürlich stellt, ist, warum noch eine Marx-Biografie? Du schreibst ja selbst, es gibt circa 30. Einige sind ja sogar vor kurzem erschienen, letztes Jahr, oder zum Beispiel die von Sperger 2013. Man kann also noch nicht mal sagen, dass alle Biografien, die vorliegen, alt seien. Sperger versucht auch, glaube ich, die Resultate, Ergebnisse der Megaforschung mit einzubeziehen in sein Buch. Es stellt sich also die Frage, warum eine neue Marx-Biografie. Damit möchte ich gerne anfangen. Ich glaube, der ist schon an. Okay. Ja, die Frage stellt sich in der Tat. Seit 1918, da hat Franz Mehring nicht die allererste, es war die zweite größere Marx-Biografie veröffentlicht, gibt es eben, wie gesagt, circa 30 umfangreichere. Und warum jetzt etwas noch umfangreicheres? Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen gibt es in allen diesen Biografien gravierende sachliche Fehler in der Darstellung des marxischen Lebens, der marxischen Umwelt. Gravierende Fehler, die eigentlich in der Literatur schon beseitigt sind, aber das Arbeitsprinzip vieler Biografen scheint darin zu bestehen, dass man die vorangegangenen 4 oder 5 Biografien als Quellen nennt und weitgehend unkritisch abschreibt, was da drin steht, und dann fügt man noch ein paar eigene Gedanken hinzu. Ich habe nun versucht, wirklich alles, was ich über Marx direkt sage, wirklich mit Quellen zu basieren, also nicht einfach, weil irgendein anderer Biograf das geschrieben hat, das dann zu übernehmen, sondern wirklich mal zu schauen, findet man zeitgenössische Quellen, findet man Briefe, wo das belegt ist. Und erstaunlicherweise ist vieles, was da so gang und gäbe ist, steht auf sehr schwachen Füßen. Ein
Zweiter Punkt, den ich allerdings sogar noch als wichtiger jetzt ansehe als den ersten, das wäre nur die Fehler zu korrigieren, wäre ein bisschen mager. Es kommt mir darauf an, Leben und Werk nochmal in einer ganz anderen Weise zu verzahnen. Üblicherweise fällt es ja auseinander. Es werden Biografien geschrieben, da wird dann erwähnt, ja, der Marx schreibt auch noch gerade dieses oder jenes Werk. Und es gibt Studien zur Entwicklung des Werkes, da werden die einzelnen Arbeiten abgehandelt, aber da geht es nicht großartig um die Biografie. Ich finde das aus folgendem Grund untragbar. Wenn man sich das Marx'sche Werk als Ganzes anschaut, dann ist das eine Sequenz von Anfängen, von Abbrüchen, von Neuanfängen, von theoretischen Verschiebungen, die wieder abgebrochen werden. So geht es los bereits bei der Dissertation, die sollte nur der Auftakt sein zu einer Reihe, wo sich Marx mit der griechischen Philosophie in sehr aktueller Absicht auseinandersetzt, bis hin zu den Pariser Manuskripten, der Kritik der politischen Ökonomie oder schließlich dem Kapital. Keines dieser großen Projekte wurde abgeschlossen. Warum? Um das zu beantworten, muss man sich wirklich die Konflikte und die Wendungen dieses Lebens angucken. Da wurde manchmal einiges wichtiger, manchmal wurde Marx ausgewiesen, verlor seine Möglichkeiten zu arbeiten. Also man kann diese Werkgeschichte eigentlich nicht ohne das Leben verstehen. Nur umgekehrt stimmt's auch. Marx hatte jede Menge politischer Konflikte mit ehemaligen Mitstreitern, die darauf beruhten, dass er in seinem Werk zu neuen politischen Einsichten gekommen ist. Alte Allianzen mussten aufgegeben werden. Also man versteht auch die Konflikte des Lebens eigentlich nicht richtig, wenn man sich nicht die Werkgeschichte anschaut. Das ist mein zweiter Punkt. Und der dritte, warum ich denke, es ist wichtig, sich diese Biografie, sich da nochmal grundsätzlich mit auseinanderzusetzen, ist, dass man sich das ganze Umfeld von Marx genauer anschaut, dass die einzelnen Personen, die da auftreten, nicht einfach als Komparsen in einem Ein-Personen-Stück Karl Marx behandelt werden, sondern dass man wirklich mal ein bisschen genauer hinguckt, was waren das für Personen, wo ist das Eigenständige. Und dann muss man schließlich auch noch unsere eigene Reflexion und unseren eigenen Standpunkt in diesem Geschichtsprozess reflektieren. Also wenn wir heute beispielsweise über hegelsche Philosophie, den Einfluss von Hegel auf Marx reden, dann müssen wir auch ein bisschen kritisch fragen, von welchem Hegel reden wir eigentlich? Also da steckt ja eine bestimmte Rezeptionsgeschichte dahinter, da kann man jetzt nicht einfach ganz naiv hergehen und sagen, ja, Hegel sagt das und das. Wie komme ich denn überhaupt zu meinem Hegelbild und wie beeinflusst das dann meine Diskussion Marx-Hegel? Das sind alles solche Punkte, die ich finde, sind in den bisherigen Biografien weitgehend unterbelichtet gewesen und ich versuche die halt aufzunehmen. Okay, schon die drei Punkte, da hätte ich Lust, auf jeden von diesen Punkten so ein bisschen nachzuhaken, aber vielleicht beschränke ich mich erstmal auf die Person, auf diesen Umfeld, von dem du redest. Magst du vielleicht das ein oder andere Beispiel geben, um welche Person es sich handelt und möglicherweise auch nimmst du diejenigen, die für dich auch jetzt neue, mit denen du dich beschäftigt hast im Rahmen der Biografie und die für dich vielleicht auch neue Erkenntnisse gebracht haben, wo es sich quasi bestätigt hat, wie wichtig das ist. Also jetzt in diesem ersten Band, den ich vorgelegt habe, spielt zum Beispiel die Person Bruno Bauer eine ganz wichtige Rolle. Die meisten, die sich jetzt ein bisschen mit Marx beschäftigt haben, bei denen wird Bruno Bauer der Groschen fallen, ach Gott, ja, das war doch der Typ aus der Heiligen Familie. Die Heilige Familie hat ja den schönen Untertitel gegen Bruno Bauer und Konsorten. Also eine Abrechnung vor allem mit Bruno und auch seinem Bruder Edgar Bauer. Dann kommt nochmal die deutsche Ideologie. Da kriegt vor allem Dingen der Stirner etwas ans Schienbein getreten, aber Bruno Bauer, okay, auf den geht es auch nochmal.
In vielen Rezeptionen wird nun die Person Bruno Bauer und auch sein Werk aus der Perspektive dieser Abrechnung von Marx und Engels behandelt. Aber Bruno Bauer war von 1837 bis 1842 nicht nur der engste persönliche Freund von Karl Marx, er war auch sein engster politischer Weggefährte. Die wollten zusammen publizieren, die hatten zusammen eine Zeitschrift geplant, das Archiv des Atheismus. Die waren also so eng, wie man das später von Marx und Engels kennt, so eng war die Beziehung von Marx und Bruno Bauer. Und da ist ja die Frage, wieso, was war da die Substanz der Beziehung, wenn man das jetzt nur aus der späteren Abrechnung kennenlernt, den Bauer, dann ist vollkommen unklar, warum der mal so wichtig war. Und so wie bei Bauer ist es bei vielen anderen auch, ich kann es nicht im Einzelnen erläutern, nur um mal die Namen zu nennen, Ferdinand Lassalle, permanent eine spannungsreiche Beziehung, da gab es also nicht den einen großen Bruch, vielleicht ist Lassalle dafür zu früh gestorben, hätte es den vielleicht später dann gegeben, aber es gab dauernd so eine unterschwellige Spannung. Michael Bakunin in Paris 1844 lernt er Marx kennen, ist von ihm begeistert, ist eine relativ enge Beziehung, beide in der ersten Internationale, da kommt es dann zum Konflikt, der auch weithin bekannt ist als Konflikt zwischen Marx und den Anarchisten, mit auch wiederum ziemlich vehementen Verurteilungen. Wenn man das nur, die Beziehung Marx-Bakunin, nur von diesen späten Äußerungen her sieht, wird das Ganze schief. Und was man da auch berücksichtigen muss, in diesen späten Auseinandersetzungen hat der Marx in den Konflikten vor allem draufgehauen. Es kam darauf an, den anderen zu treffen, ob das Argument so besonders gut war oder begründet, steht auf einem ganz anderen Blatt. Also da muss man dann auch sehr kritisch umgehen, zum Teil mit dieser Marx-Kritik, die im Marxismus in der Regel einfach wiederholt worden ist. Man hat nicht gefragt, was ist dran, sondern man hat es einfach so wiedergegeben. Konkret auf den ersten Band würde ich nachher nochmal eingehen. Jetzt eine Frage, so ein bisschen eine allgemeinere Frage, die ja auch an eigentlich allen dem, was du bisher gesagt hast, schließt, und zwar jetzt die Methode deiner Biografie. Du machst sicherlich viel mehr als alle anderen. Du korrigierst Fehler, setzt dich kritischer mit Quellen auseinander. Ist das alles oder steckt mehr sozusagen dahinter? Tom Strohschneider hat ja in seiner sehr schönen Rezension, die ich allen empfehlen würde, geschrieben, du würdest jetzt neue Standards setzen für das Biografie-Schreiben. Sehr schön schreibt er am Beispiel von Marx, wo quasi jetzt Marx eine untergeordnete Rolle spielt. Vielleicht sagst du uns ein bisschen mehr zu der Gesamtmethodik, des Buchs. Ja, ich habe in diesem ersten Band einen kleinen Anhang verfasst über das biografische Schreiben, über die Methodik einer Marx-Biografie. Hintergrund war, dass es in den letzten 30, 40 Jahren eine ziemlich interessante Diskussion über Biografien, über das, was man mit Hilfe von Biografien erkennen kann und wo auch die Grenzen von Biografien liegen, gegeben hat, einerseits in den Literaturwissenschaften, andererseits in den Geschichts- und Sozialwissenschaften. Da gab es ja also vor allem in den Geschichtswissenschaften im 19. Jahrhundert, wo so Leute wie Treitschke, der deutsche Historiker Treitschke, eine wichtige Rolle spielten, die sagten, Geschichte wird von großen Männern gemacht. Da war ganz klar, ja, wenn Geschichte von großen Männern gemacht wird, dann braucht man deren Biografien und kann dann Geschichte besser verstehen.
im 20. Jahrhundert, nicht zuletzt unter dem Einfluss von Marx, gab es in der Geschichtswissenschaft so eine Art strukturale Wendung, also weg von Personen hin zu Strukturen, zu sozialen Verhältnissen, zu Klassenverhältnissen, zu Klassenkämpfen, aber nicht mehr die Zentralität jetzt einzelner Personen. Die einzelne Person wurde eher als Ausdruck von bestimmten Verhältnissen gefasst und damit war dann auch die Biografie wesentlich weniger wichtig. In den 80er Jahren hat sich das wieder etwas geändert. Da hat man gesagt, ja, wir können jetzt nicht so ganz von den Personen absehen, wir können das aber auch nicht mehr so einfach machen wie im 19. Jahrhundert. Wie sieht also jetzt eine Biografie aus, die historisch, sozialwissenschaftlich, diskurstheoretisch informiert ist? Und das habe ich versucht aufzunehmen. In den bisherigen Marx-Biografien, auch in den allerneuesten, das hat mich total erstaunt, ist diese Diskussion darüber, was ist eine Biografie, welche Erkenntnismöglichkeiten gibt es da, ist völlig an den vorliegenden Biografien vorbeigegangen. Man hat den Eindruck, es ist ein völlig naives Verständnis, mich interessiert jetzt so eine Person, dann sammle ich mal so ein paar Fakten über diese Person, eben möglichst aus den anderen Biografien, dann habe ich vielleicht noch ein besonderes Augenmerk auf eine bestimmte Periode, auf ein bestimmtes Ereignis und schwupps ist die neue Biografie fertig. Die Probleme, um die es da geht, die da aufgeworfen sind, will ich jetzt nur mal an einem Beispiel deutlich machen. Die Art und Weise des Erzählens in einer Biografie kann bereits den Inhalt weitgehend bestimmen. Wir wissen ja als Nachgeborene, was tatsächlich passiert ist. Also der Marx hat das Kapital geschrieben. Ja, war das ganze Leben schon darauf angelegt, dass er irgendwann das Kapital schreibt? Oder ist nicht auch das Kapital selber Resultat bestimmter kontingenter Prozesse? Nach der Niederlage der Revolution 48 ging der Marx nach Paris ins Exil, da kannte er die Sprache, die Leute, die Zeitungen. Nur weil die preußische Regierung ihn weiter verfolgt hat und die französische Regierung unter Druck gesetzt hat, ihn auszuweisen, ist er nach London gekommen. Ja, und London war der einzige Platz auf dem Planeten damals, wo ein Buch wie das Kapital geschrieben werden konnte. Wäre er in Paris geblieben, hätte er sicher vieles geschrieben, aber ganz bestimmt nicht das Kapital, so wie wir das kennen. Also insofern muss man bei der Art des Erzählens aufpassen, was ist da wirklich irgendwie angelegt und was ist ein kontingentes Ereignis. Und da gibt es eben noch eine ganze Reihe von anderen Sachen. Das ist jetzt nur ein Beispiel für diese methodische Orientierung. Ja, da bin ich sozusagen gespannt, welche Wirkung das Buch auch in diesem Feld, jetzt nicht nur sozusagen für das Verständnis eben von Marx und von der Marx-Biografie, sondern auch eben für die Methodik des Biografieschreibens haben wird. Aber jetzt noch mal kurz zurück zum Essenband. 1841, da hat heute mein Kollege gesagt, um Gottes Willen, noch nicht mal die ökonomischen und philosophischen Manuskripten sind da dabei. Genau. Es geht um Marx in Trier, also um seine Jugend, Studienzeit, Bonn und Berlin. Es geht um seine Dissertation. Das wird ja normalerweise in wenigen Seiten, ein, zwei Kapitel, so sind das einer so gängigen, normalen Biografie. Vielleicht lohnt es sich nochmal insbesondere zum Inhalt dieses ersten Bandes was zu sagen. Warum muss es so ausführlich sein, auch das mit seiner Dissertation? Ja, das ist sicher ausführlicher als bisherige Darstellungen, vielleicht abgesehen von einer Ausnahme. Auguste Cornu hat in den 50er und frühen 60er Jahren drei Bände vorgelegt, die allerdings nicht das ganze Leben von Marx und Engels umfassten, sondern lediglich den Zeitraum bis 1847, war allerdings eine Doppelbiografie Marx und Engels.
Also der hat das auch schon mal etwas ausführlicher versucht, ist dann allerdings leider verstorben, bevor er sein Werk beenden konnte. Ich habe das so ausführlich gemacht, wobei, wenn ich ehrlich bin, es ist in meinen Augen gar nicht mal so ausführlich. Ich habe mich wirklich um Kürze bemüht, ich hätte noch viel mehr schreiben können. Einerseits um den historischen sozialen Hintergrund zu beleuchten, also in Trier, was war das eigentlich für eine Stadt, was herrschte da für eine politische Kultur, was kamen da für Einflüsse. Marx kommt aus einer jüdischen Familie mit einer langen Tradition von Rabbinern, die bis ins 15. Jahrhundert reicht. Da gibt es dann zum Teil in der Literatur Leute, die sagen, spielt überhaupt keine Rolle, Marx wollte ja nichts mit der jüdischen Tradition zu tun haben. Andere sagen, das ist ganz wichtig, dass der Vater sich hat taufen lassen, das ist ein Trauma für den jungen Marx. Und ich bin halt jetzt nicht direkt in diese Diskussion eingestiegen, sondern habe erstmal untersucht, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, was bedeutet es denn da, wenn sich ein jüdischer Bildungsbürger, und das war der Vater von Marx, taufen lässt. Das hat nämlich eine andere Bedeutung als 50 Jahre vorher. Das heißt also, ich habe versucht, solche Fragen auch aufzuklären. Und habe mir dann auch die einzelnen schriftlichen Zeugnisse, die wir von Marx haben, angefangen von seinen Abiturarbeiten, über die Gedichte bis hin zur Dissertation, etwas genauer angeschaut, um herauszufinden, also welche Einflüsse machen sich geltend und wie ging das weiter? Also es finden sich in diesem ersten Band, der geht zwar nur bis 1841, aber es finden sich immer mal wieder auch Vorgriffe. Also beispielsweise wissen wir ein paar Bücher, die Marx während seines Studiums gelesen hat. Ich glaube, man kann nachweisen, dass die zum Teil Einfluss hatten auf bestimmte Passagen im Kapital. Also ein Buch über einen Autor, den heute wahrscheinlich niemand kennt, Reimarus, die Kunsttriebe der Tiere, hat Einfluss auf das Kapitel über den Arbeitsprozess im ersten Band des Kapitals. Du hast nur speziell nach der Dissertation gefragt. Ich würde noch einen kleinen Schritt vorher das machen. Also die Dissertation ging zwei griechische Philosophen, Demokrit und Epikur, die Differenz von deren Naturphilosophie. Hört sich irgendwie so sehr spezialistisch an, warum soll man sich denn damit beschäftigen? Marx hat sich damit beschäftigt, weil er eine Parallele sah zwischen der Situation der Philosophie nach Aristoteles und der Philosophie nach Hegel. Aristoteles und Hegel waren Philosophen, die anscheinend eine Antwort auf alles hatten. Und die Frage war, ja, wie ist denn jetzt überhaupt noch Philosophie möglich? Indem Marx also diese nacharistotelische Philosophie untersucht, kommt er schon zu einer Einschätzung seiner eigenen Zeit. Das ist der Aktualitätsbezug. Aber die Frage, die spannend ist, vorher, wie wird er denn überhaupt zum Hegelianer? Das wird in den meisten Biografien, wird es einfach so konstatiert, naja, am Anfang wollte er nichts von Hegel wissen und dann wurde er Hegelianer. Ich versuche nun zu zeigen, dass das mit seiner Auseinandersetzung mit Poetik zu tun hat. Der Marx wollte zuerst Dichter werden, aber nicht ein Dichter, der da jetzt die schöne Seele besingt, sondern ein durchaus politisch verstandener Dichter in diesem politischen Sinn, wie er vor allem in der Frühromantik, etwa von Novalis mit der Poetisierung der Welt artikuliert worden ist. Jetzt beschäftigt sich der Marx, weil er halt interessierter Mensch ist, mit der Ästhetik Hegels, die ist zwei Jahre bevor er nach Berlin gekommen ist, veröffentlicht worden und findet da eine vernichtende Kritik genau dieser poetischen Konzeption, genau dieser Verbindung von Poetik und Politik. Das heißt, sein Lebensplan, den er bis dahin hatte, ich werde so ein politisch-ästhetischer, also politisch-ästhetische Konzepte verfolgen, die sind gar nicht mehr möglich. Und das wird dann ein ganz wichtiger Antrieb, sich mit Hegel zu beschäftigen.
Dann beschäftigt er sich mit Hegel, er kommt aber zu spät. Marx kommt 1836 nach Berlin. Da ist einerseits die Bedeutung von Hegel sehr groß durch die Freundesvereinsausgabe, also die ganzen Vorlesungen von Hegel werden nach dessen Tod herausgegeben, aber gleichzeitig zeigen sich einerseits Auflösungserscheinungen der Hegelschen Schule und die konservative Kritik setzt ein. Das heißt, der Marx hatte überhaupt gar keine Chance mehr, irgendwie sowas wie ein orthodoxer Hegelianer zu werden, sondern der kann den Hegel nur rezipieren, als Hegel-Kritiker zugleich, also Hegel-Anhänger und Hegel-Kritiker zugleich. Und das findet dann in dieser Dissertation statt. Aber um das zu verstehen, muss man die halt dann ein bisschen genauer auseinandernehmen. Wir sind jetzt, vielleicht schaffen wir es in die Diskussion, ein bisschen auch auf den zweiten Teil des Titels zu gehen, die Geburt der modernen Gesellschaft. Die auch eine große, also man soll, glaube ich, den Titel sehr, sehr ernst nehmen. Wieder, um Tom Strohschneider zu zitieren, sagt er, das ist die Geschichte einer Epoche ihres Denkens, der gesellschaftlichen Verhältnisse. Jetzt haben wir viel mehr eben über Marx, aber das können wir vielleicht in der Diskussion dann nochmal nachholen. Ich hätte jetzt eine etwas persönlichere Frage, bevor ich dich dann zur Zukunft und zu den weiteren, Ben, ich wurde schon gefragt im Foyer, ob du vielleicht heimlich nicht an einen 6-Bücher-Plan arbeitest. Aber es ist eine so etwas persönlichere Frage, wie macht man das alles allein? Ist das nicht ein zu großes Projekt für eine Person allein? Also die Frage sollte man sich gar nicht stellen. Dann wirft man eventuell zu früh die Flinte ins Korn. Aber man macht es ja auch nicht allein. Man diskutiert mit Leuten, also das Manuskript oder Teile des Manuskripts haben eine ganze Reihe von Leuten gelesen und die haben mir auch zum Teil erheblich geholfen, auf unterschiedlicher Ebene, also von dem Zurechtstutzen von etwas viel zu großen Plänen, die ich am Anfang hatte, wie gesagt, das ist das geschrumpfte Projekt, was hier vorliegt, bis hin dann zu bestimmten Detailfragen, wie dieses oder jenes einzuordnen ist. Und dann versucht man halt weiterzumachen, also insofern jetzt so lange zu reflektieren, warum mache ich das und wieso, das ist eher schädlich, glaube ich. Aber vielleicht noch ganz kurz, weil du es angesprochen hast, der Titel Geburt der modernen Gesellschaft, der Titel ist mir wichtig. Der ist nicht einfach nur, ja, so ein Ding muss ja auch einen Titel haben, sondern der beinhaltet eine Aussage. Es wurden, du hattest das ja auch schon erwähnt, 2013 kam eine große Biografie von Jonathan Sperber, einem amerikanischen Historiker mit Spezialgebiet deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, und letztes Jahr die Übersetzung der Biografie von Gareth Stedman Jones, einem Ideengeschichtler. Sind sehr unterschiedliche Biografien, aber einen Punkt haben sie gemeinsam. Sie betonen, Marx ist eine Person des 19. Jahrhunderts. Das 19. Jahrhundert ist ziemlich fern und deswegen hat uns Marx heute nichts mehr oder fast nichts mehr zu sagen. Ich drehe die Sache um und sage, na klar, ist Marx eine Gestalt des 19. Jahrhunderts. Was sonst, wenn man 1818 geboren und 1883 verstorben ist? Nur muss man doch mal die Frage stellen, was war denn das eigentlich für ein Jahrhundert, das 19. Jahrhundert? Und da ist meine These, es werden eine ganze Reihe von Strukturen durchgesetzt, ökonomische Strukturen, politische Strukturen, kulturelle, massenmediale Strukturen, die immer noch unsere heutige Zeit prägen. Ich habe ein kleines Gedankenexperiment in der Einleitung gemacht. Eine Person, die aus dem Jahr 1710 ins Jahr 1860 nach London versetzt wird, die versteht nichts, was da ist. Die weiß nicht, ein Industriebetrieb, ein Telegraph und so weiter, kann man nicht verstehen. Und jetzt stellen wir uns vor, eine Person, die von 1760 ins Jahr 2010 versetzt wird. Ja, der kann man sogar das Internet
erklären, ein Telegraphensystem, wo jeder seinen Telegraphenanschluss zu Hause hat und man kann nicht nur einfache Signale senden, sondern ganze Texte, man kennt ja den Buchdruck, ganze Bilder, es gibt die Fotografie. Also da kann man das, was heute ist, als eine enorme Steigerung, nicht in allen, aber in vielen Bereichen deutlich machen, während der Typ, der von 1710 nach 1860 kommt, da hat man Probleme, dem überhaupt was zu erklären. Also Marx ist eine Gestalt des 19. Jahrhunderts, absolut, aber dieses Jahrhundert, in dem ist unsere moderne Gesellschaft geboren worden. Gut, dann noch die Zukunft, ganz kurz zur Zukunft und dann würde ich eben fürs Publikum aufmachen. Einen zweiten und einen dritten Band sind geplant, arbeitest du schon am zweiten? Wie ist sozusagen, wie sind die chronologischen Pläne? Wann kommen die beiden Bände? Wäre die erste Frage. Also es ist ein zweiter und ein dritter Band geplant. Man muss vorsichtig sein, ob es dabei bleibt. Das Buch wurde gleichzeitig in mehrere Sprachen übersetzt. In Brasilien erscheint eine portugiesische Übersetzung, die planen bereits mit 4 Bänden. Ich plane jetzt erstmal den zweiten Band für das Jahr 2020. Dann steht nämlich das nächste Jubiläum an. Im November 2020 können wir den 200. Geburtstag von Friedrich Engels begehen. Und dieser zweite Band wird eine Menge Material über Friedrich Engels beinhalten. Das erste Kapitel wird behandeln die Jugend von Friedrich Engels, der auch aus einer bürgerlichen Familie kommt, aber ganz andere Erfahrungen machte als Marx. Also da hat man auch einen wichtigen Vergleich zur Jugend von Marx bis hin zu den ersten gemeinsamen Veröffentlichungen von Marx und Engels, etwa der Heiligen Familie. Und das ist geplant bis Herbst, allerspätestens Herbst 2020. Der dritte Band, oder falls es eben einen dritten und vierten gibt, das ist bis jetzt die Planung 2022, 2023. Aber da muss ich zugeben, das ist noch eine Weile hin, da ist auch noch viel Arbeit zu tun. Für den zweiten Band übersehe ich das, glaube ich, alles, was ich da brauche, was ich machen muss. Für den anderen Band oder möglicherweise Bände ist auch noch ein bisschen mehr an Forschungsarbeit zu tun. Und das vielleicht auch als letzte Bemerkung, bevor wir dann in die allgemeine Diskussion gehen. Diese Biografie ist für mich wirklich ein Forschungsprojekt. Also bei manchen anderen Biografien hat man den Eindruck, der Autor weiß eigentlich schon alles und jetzt schreibt er nur noch eine Biografie, um das nochmal ein bisschen zu untermauern. Ich gebe gerne zu, dass durch die Arbeit an dieser Biografie auch bestimmte meiner Bilder von Marx, meiner Vorstellungen der Werkentwicklung sich verändert haben und ich gehe davon aus, wenn ich weiterarbeite, wird sich da auch noch mehr verändern. Also das ist ein Forschungsprozess und bei einem echten Forschungsprozess ist es eben schwierig zu sagen, wie lang der dauert und wann das Resultat vorliegt. Gut, aber den Termin jetzt Herbst 2020, den notieren wir uns. Also bis dahin und dann bleiben wir eben gespannt, ob es doch nicht noch mehr wird. Genau, ich habe jetzt schon die ein oder andere Frage gestellt, jetzt seid ihr dran. Ich habe hier schon 1, 2, 3 Meldungen, 4 Meldungen. Gibt es jemanden, der mit einem Mikro rumgeht? Das wäre wichtig für die Simultanübersetzung, dass das ins Mikro gesprochen wird. Ja, Klaus Weber aus München. Ich schreibe gerade über alle diese Marx-Biografien eine Sammelrezension, Ihre muss ich noch lesen. Aber Sie haben was gesagt auf die Frage von der Kollegin, warum Sie selbst motiviert sind oder immer noch motiviert sind oder scharf drauf oder heiß, wie man das auch sagen kann. Und dann haben Sie gesagt, mit dieser Frage darf man sich nicht zu lange beschäftigen, sonst könnte man daran zweifeln oder. Aber genau das, was Sie, ich weiß es nicht, aber Sie haben gesagt, das mache ich nicht sonst. Aber mich würde es trotzdem interessieren, weil das, was Sie über Marx sagen und angewendet haben, wenn das alles stimmt,
dann ist ja für mich und für uns vielleicht auch alle wichtig, warum macht der Michael Heinrich das? Weil der ist ja auch eingebettet in kulturelle, soziale, politische, also gesellschaftliche Verhältnisse. Und auch dann könnten wir was von Michael Heinrich lernen, an ihrer Biografie, dass wir sagen, wir bleiben auch dran, weil das, was ihnen heiß erscheint, vielleicht für uns auch ganz schön heiß bleiben könnte. Genau, wir sammeln, oder? So. Nur ganz kurz, ich wollte jetzt nicht meine Motivation ausschließen. Antonellas Frage war, kann man das schaffen? Und über dieses, ob man es schaffen kann, da sollte man nicht so lange nachdenken. Meine Motivation hat natürlich ganz klar damit zu tun, dass ich denke, Marx ist ein ganz wichtiger Autor, von dem wir in unterschiedlicher Dimension was lernen können, aber wir müssen auch einen anderen Zugang finden. Ja, du, Inga Solti, Rosa-Luxemburg-Stiftung. Du hast ja in deiner Arbeit so für die Mega, im Prinzip hab ich das mal so gelesen, zwei Erneuerungen der marxistischen Theorie gesehen, die mit zwei Problemen zusammenhängen. Einerseits das Entwicklungsproblem, das Marx halt zunehmend halt vom sozusagen von England als dem idealen Durchschnitt der kapitalistischen Gesellschaft zu den USA übergegangen ist. Und zweitens das, was du als Engels-Problem bezeichnet hast, also sozusagen wie viel steckt an Engels in dem marxischen Werk, an der Editierung und so weiter drin. Mich würde einfach interessieren, weil du es eben erwähnt hast, was du an Neubewertung von marxischen Texten jetzt aus dem ersten Band, aber vielleicht auch darüber hinausgehend schon hast, also wo du sagst, da ändert sich mein Blick auf diese Werke. Hier war eine Meldung, Danke sehr. Eberhard Seifert, ich bin Ökonom und habe mich auch mit Marx und seiner Geschichte natürlich befasst. Aber erst noch mal kurze andere Frage. Bis wohin soll der zweite Band reichen? Welches Jahr? Habe ich nicht mitgekriegt oder auch nicht gesagt worden? Ist nicht gesagt worden. Genau. Der wird so weit reichen, wie weit ich komme. Aber auf jeden Fall in die weit in die 40er Jahre rein. Aha. Dann ist ja noch Luft nach oben für 3, 4, 5, 6. Aber meine Frage ist auf einen speziellen Punkt nochmal gebracht. Ich habe mich mal mit der Frage der antiken Beeinflussung von Marx auch befasst und damit natürlich besonders auch Aristoteles. Gibt es da irgendwas Neues zu entdecken? Außer jetzt der direkten Dissertationsauseinandersetzung von Marx selber, aber unterschwellige Strömung, die er da aufgegriffen hat. Ich kenne viele, aber ich würde mich mal interessieren, ob sie auch welche entdeckt haben. Ich hatte, glaube ich, da vorne noch eine Meldung. Genau. Hier. My name is Vishwas Sadka, I'm from South Africa. Edward Said in Orientalism is very harsh with Marx. He situates him in the 19th century, but also suggests he's a Eurocentric thinker. I'd like to know how you deal with this question of Eurocentrism and racism in a 19th century modern world. Thanks, and how it relates to Marx. Das war erstmal von Inga die Frage nach der Neuorientierung oder dem neuen Lesen. Du hast speziell nach dem ersten Band des Kapitals gefragt. Da habe ich bereits einiges in den letzten Jahren dazu veröffentlicht. Was vielleicht jetzt für mich ein bisschen entscheidender noch war durch die Arbeit an der Biografie, das ist diese alte Debatte über jungen und alten Marx. Wie stark sind da die Differenzen? Gibt es einen Bruch oder gibt es eine Kontinuität? Also normalerweise wird es so gegeneinander diskutiert, entweder Bruch oder Kontinuität. Ich würde inzwischen sagen, weder das eine noch das andere. Das hört sich jetzt vielleicht etwas merkwürdig an, weil das klingt ja so ausschließend. Es muss eins von beiden sein. Ist es trotzdem nicht. Also Kontinuität, dafür gibt es viel zu viele Veränderungen. Aber es gibt auch nicht den einen einzigen großen Bruch oder meinetwegen die zwei. Marx war immer gleichzeitig auf mehreren Feldern unterwegs, Ökonomie, Politik, Geschichte, Ethnologie, teilweise Naturwissenschaften. Und da haben sich zu unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Punkten Brüche vollzogen, die sich aber nicht über einen Kamm scheren lassen. Und während es in dem einen Feld
relativ kontinuierlich weiterging, hatten wir in einem anderen Feld einen Bruch. Also insofern muss auch die marxische Entwicklung viel komplexer gesehen werden, als wir das bislang getan haben. Einen anderen Punkt hatte ich vorhin in der ersten Veranstaltung, wo ich mich ja am Ende zu Wort gemeldet habe, angedeutet. Das Kapital ist nicht sozusagen der einzige Fokus von dem marxischen Werk. Es geht immer auch um politische Theorie, nur sehr häufig in den kleineren Schriften, in den, also nicht den berühmten Leuchttürmen, 18. Primär, Bürgerkrieg in Frankreich, sondern in den vielen Zeitungsartikeln, die er schreibt. Also, dass man die höher einschätzen muss. Auch zum Teil die Artikel dann über ökonomische Fragen fürs Kapital. Das wäre auch so eine Einsicht von mir. Also sowohl die Artikel sind wichtiger, als auch das Thema Kritik der Politik als eigentlich etwas ein durchgehendes Thema. Und da sind wir dann auch bei Aristoteles und der Antike. Da gibt es anfänglich eine Aristoteles-Rezeption in Zusammenhang mit der Antike, aber das geht ja weiter bis hin zum Kapital, da ist ja auch die berühmte Passage im ersten Kapitel, aber auch gibt es zumindest Beiträge in der Literatur, die das hervorheben, was zum Teil nicht unplausibel ist, dass dieses Konzept des guten Lebens von Aristoteles, dass das unterschwellig bei Marx wirkt. Also man muss ja immer sozusagen zwei Ebenen unterscheiden, da wo Marx ganz explizit auf einen Autor eingeht, zitiert, und da wo so ein paar Ideen im Schwange sind. Und da hoffe ich halt, indem ich von Anfang an wirklich auch versuche, in den Blick zu kommen, welche Quellen benutzt Marx, viel besser verfolgen zu können, wo ist dann ein Autor oder eine Idee anwesend, auch wenn er das gar nicht explizit benennt. Und da ist Aristoteles sicher ein ganz wichtiger Kandidat. Es gab, ich glaube, du hattest, ja, ich gehe noch gleich drauf ein, aber... Was ich mit der kleinen Zusatzfrage meine, ist, gibt es irgendeine Quelle, die einem Aufschluss darüber gibt, wann Marx eigentlich auf diese Reinterpretation der aristotelischen Ökonomia gekommen ist? Also wo er im ersten Band des Kapitals Aristoteles kritisiert, er konnte das nicht erkennen, weil eben Sklavenhaltergesellschaft und so weiter. Ist das das erste Mal oder wo taucht das schon mal auf? Das kann ich jetzt im Moment nicht definitiv beantworten. Also vielleicht finde ich noch was dazu raus. Also ich habe nicht jetzt sozusagen die Biografie schon fertig und muss nur noch schöne Formulierungen finden. Da steht auch ein Teil Forschungsprozess noch bevor. Aber jetzt der Punkt Orientalismus und Eurozentrismus. I think it is a very important point. And we can, when we follow Marx historically, how his works, his writings developed, then we must admit that Eurocentrism was rather strong in the 1850s, also in the late 1840s. In some respect, it is an heritage from Hegel, that at least the Eurocentric parts of Hegel, Marx and also Engels read very uncritically and reproduced. But this was not the latest state of the art. It was changing. It was changing. I cannot now give you all the steps, but let's look to the late 1870s, where Marx denied not only fundamentally any philosophy of history, but also he shows a view on a diversity of historical paths, and not the European path as the only one.
In so far, I give this hint in the introduction to my book. Here in the title, I use modern society in the singular. I did this by quoting indirectly a sentence of the preface of Capital Volume 1, where Marx wrote, "The last aim of this work is to reveal the law of motion of the modern society." I give the hint in the introduction that we have to discuss what means modernity and Eurocentrism, and that at the end, maybe we will come to the result that there is not only one modern society, but there is a plurality of modern societies, and we have to see how we can cope this with the means given by Marx. Okay, wir hätten, glaube ich, Zeit für noch zwei oder drei Fragen. Ich sehe da, ich bringe euch einfach das Mikro. Ausgehend von dem eben Gesagten würde mich interessieren, was für Probleme von Marx als spezifisch moderne adressiert wurden und inwiefern wir heute vielleicht noch vor diesen Aufgaben stehen, da Sie ja gesagt haben, dass wir heute noch tiefgehend von modernen Strukturen geprägt sind. Ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die ganze Vorarbeit. Ich stelle mich extra nicht vor, weil ich tatsächlich unsere Fragen in dieser Diskussion wichtiger finde als unsere Titel und unsere akademische Laufbahn und so weiter. Aber vielleicht komme ich doch eher aus einer aktivistischen Position. Meine Frage geht Richtung Flora Tristan. Eine französisch-peruanische Arbeiterin, Theoretikerin würde ich es fast nennen, eine Agitatorin, die in Frankreich unglaublich früh schon, funktioniert das ja, unglaublich früh schon in den 1830er und 40er Jahren geforscht hat zur Lage der arbeitenden Migrantinnen in Frankreich und so und zu der Frage, wie sie aufgenommen werden. Also eine Frage von der Verschränkung, von der rassistischen Diskriminierung, die migrantische Arbeiterinnen in Frankreich erlebt haben, aber auch der Lage der Arbeiterinnen, also der Frauen. Ich habe jetzt gerade mich wieder etwas mehr mit ihr beschäftigt. Sie wird in Lateinamerika, vor allem im peruanischen Kontext, sehr, sehr stark rezipiert. Tatsächlich viel mehr von bürgerlichen Feministinnen als von Marxistinnen. Was sind da deine Perspektiven drauf? Wie kommt sie damit ins Spiel? Wie oft gibt es da Überschneidungen zu was Marx und Engels zwar dann sagen, ihr aber vielleicht auch keine Credits dafür geben? Michael, ich nehme noch die letzten zwei und dann... Ja, danke. Meine Frage schließt an die auch mit dem Vermächtnis der Moderne an. Und zwar, Sie hatten gesagt, Marx ist ein bedeutender Autor und es gibt viel von ihm zu lernen. Meine Frage wäre, was wäre das auf den Punkt gebracht? Warum soll es Marx sein und nicht Hegel oder Lassalle zum Beispiel? Hallo, Giovanni Sgrau aus Italien und ich hätte eine... zunächst einmal eine praktische Frage und auch eine inhaltliche. Die praktische Frage wäre, auf der Internetseite der Biografie werden Übersetzungen angekündigt in verschiedenen Sprachen und das heißt, sie würden gleichzeitig erscheinen. Und einige Freunde von mir aus Italien haben mich gefragt, gut, was heißt gleichzeitig? Heißt es jetzt, im Laufe des Jahres oder sobald sie fertig sind? Und ich wurde damit beauftragt, dir diese Frage zu stellen. Und aber das war nur die praktische Frage, jetzt kommen wir auf die inhaltliche. Und zwar, du hast zu Recht gesagt, man kann die Biografie nicht nur auf die Lebensgeschichte einer einzelnen Person beschränken, sondern man muss auch das Umfeld, die Umwelt mit einbeziehen. Und in diesem Zeitraum, also der Marx in Berlin, Marx Student in Berlin, du hast als Beispiel, als Paradebeispiel seine Beziehung zu Bruno Bauer erwähnt. Ich muss zugeben, ich hatte noch nicht die Gelegenheit, das Buch zu lesen, das werde ich zeitnah nachholen. Auf jeden Fall wollte ich dich fragen, ob du auch auf die Rolle von Eduard Ganz eingegangen bist, denn damals gab es in Berlin ein
heftiger Streit zwischen zwei Fronten. Und Marx stand nicht zwischen den Stühlen, aber zwischen diesen zwei Fronten. Und zwar auf der einen Seite die historische Schule, die historische Rechtsschule von Friedrich von Savigny, und auf der anderen Seite die Hegelische Schule, die nach Hegels Tod vor allem von Eduard Ganz dieser Streit geführt wurde. Und Marx hat als Student sowohl die Vorlesungen von Savigny als auch die von Eduard Ganz besucht. Und meiner Meinung nach war genau Ganz derjenige, der Marx zu der Hegelischen Schule, zu der Hegelischen Front gewonnen hat. Denn ich glaube, man kann Ganz als der eigentliche Initiator und Vater der Linkshegelianer ansehen. Danke. Michael, die Herausforderung ist, alle vier Fragen in 8 Minuten. Okay, ich versuch's mal. Ich fange hinten an mit Eduard Ganz oder kurz mit der gleichzeitigen Übersetzung. In Brasilien, die portugiesische Übersetzung erscheint am 16. Mai. Die französische und die englische Übersetzung in den USA erscheinen im Herbst diesen Jahres. Und nächstes Jahr wahrscheinlich noch in einigen anderen Sprachen. Eduard Ganz kommt sehr prominent vor. Ich bin auch auf deine Studien zu ihm eingegangen. Habe allerdings ein bisschen eine andere Position. Also Eduard Ganz war ganz wichtig für den Diskurs der Zeit. Aber die These, dass er Marx beeinflusst hätte oder dass die sogar eine Art Arbeitsbeziehung gehabt hätten, der Marx hätte seine Dissertation bei Ganz schreiben wollen, das halte ich für komplett falsch. Insofern ist der Einfluss, den sehe ich eher indirekt, also der Ganz hat in der Tat Einfluss auf die Junghegelianer gehabt. Er ist früh gestorben, deswegen hat sich das, er hat nie in den Hallischen Blättern, zum Beispiel in Hallischen Jahrbüchern veröffentlicht, hat aber an Arnold Ruge geschrieben, dass er das natürlich vorhat und so. Also die Sachen sind etwas vermittelter. Gut, aber können wir die Details vielleicht dann nachher noch diskutieren. Zu den anderen Fragen Marx und Moderne. Also zum einen die Frage, warum er wichtig ist, warum nicht Hegel, warum nicht Lassalle, denke ich schon, dass Marx die umfassendsten Ansätze zur Analyse der modernen Gesellschaften in ihrer Spezifität, also was ist jetzt modern, wie unterscheidet sich eine vorkapitalistische von einer kapitalistischen Ökonomie, eine vorbürgerliche Gesellschaft von einer bürgerlichen, da glaube ich, hat Marx einfach die ganz entscheidenden Analysen geliefert. Lassalle hat eher auf Marx aufgebaut. Eher ein Kandidat wäre Hegel, wo ich inzwischen zugeben würde, der ist gerade als Gesellschaftstheoretiker eigentlich unterschätzt worden. 1821, Philosophie, Grundlinien der Philosophie des Rechts, ist gesellschaftstheoretisch damals sicher das fortgeschrittenste Buch gewesen, aber Marx setzt sich damit kritisch auseinander und findet auch ein paar gute Argumente, Hegel zu kritisieren. Also insofern, warum jetzt Marx und warum nicht die anderen? Die Qualität seiner Ansätze, seiner Analysen, aber das kann ich jetzt nur behaupten. Um das zu belegen, muss man dann ein bisschen was nachlegen. Und ich wurde ja auch gefragt, was sind da so die modernen Probleme, an denen er sich orientiert. Das ist ja genau das, worin unterscheiden sich bürgerliche von vorbürgerlichen Herrschaftsverhältnissen. Wir haben keine persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse, wir haben unpersönliche, strukturelle Herrschaftsverhältnisse und genau das ist das Thema. Wir haben Klassenherrschaft in einer Gesellschaft, die bei denen die Bürger und später die Bürgerinnen frei und gleich waren. Und trotzdem haben wir Klassenherrschaft. Und das, diese Sachen zusammenzubringen, also da finde ich, gibt es erstmal von der Grundlage her niemanden, den ich da Marx auch nur an die Seite stellen könnte. Der Marx reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, immer wieder von Neuem das Kapital zu lesen, natürlich. Aber ohne das kommen wir auch nicht weiter. Flora Tristan ist ein gutes Beispiel. Marx und Engels
kannten einige ihrer Schriften. Das war durchaus in Paris in der Zeit, in der sie lebten, war sie bekannt. Sie wird auch mal kurz erwähnt in der Heiligen Familie. Ich glaube aber, sie wird von Marx und Engels unterschätzt. Und das ist auch so etwas, was ich versuchen möchte, in dieser Biografie herauszuarbeiten. Es gibt bestimmte Quellen, bestimmte Leute, die heute vielleicht gar nicht mehr so bekannt sind, und die sind Quellen gewesen von Marx. Genauso gibt es wichtige Leute, die, gut, Flora Tristan wird jetzt gerade wieder ein bisschen bekannt, habe ich den Eindruck, lange war sie nicht bekannt, wo man sich fragen muss, ja, warum waren die jetzt keine Quelle? Es gibt auch ökonomische Autoren, wo das ähnlich ist, ein wichtiger Geldtheoretiker in London, einige Sachen nimmt Marx zur Kenntnis, andere nimmt er nicht zur Kenntnis. Zum Teil mag das auf Zufall beruhen, zum Teil mag das aber auch so ein bisschen strukturell bedingt sein, also wie ist die Perspektive strukturiert und was fällt sozusagen durch das innere Raster? Und da hätte ich den Verdacht, dass Flora Tristan ist eine Kandidatin, da war das nicht Zufall, sondern da hat das schon etwas mit dem Raster zu tun, dass sie zwar nicht komplett, aber doch zu einem guten Teil durchgefallen ist. Das wird ein Punkt sein, den ich hoffentlich in dem zweiten Band, der in 2 Jahren vorliegen wird, ein bisschen genauer dann darlegen kann. Okay, und wir sind perfekt in der Zeit. Dafür bedanke ich mich bei dir, Michael, für das interessante Gespräch. Bei Ihnen natürlich, bei euch auch für das Kommen. Ich wünsche Ihnen und euch noch viel Spaß bei der Eröffnung der Ausstellung jetzt und überhaupt einen interessanten, spannenden Kongress noch die Tage. Und wenn ich darf, sowohl Michael als auch ich, noch eine kurze Werbeblock, sind natürlich am 13. Mai auf der größte und schönste Marx-Party überhaupt, die im About Blank ab 12 Uhr stattfinden wird. Vielen Dank.